Bereits in meinem letzten 3 Minuten Umweltrechtsvideo habe ich über das Kreislaufwirtschaftspaket der Europäischen Union und dessen Umsetzung in Österreich berichtet. Auch heute will ich mich diesem Thema widmen, insbesondere aber heute mit Themen der Abfallvermeidung. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist David Suchanek von der Umweltrechtskanzlei Niederhofer und Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Wie angekündigt, möchte ich mich heute wieder mit dem Kreislaufwirtschaftspaket beschäftigen, das ja nicht nur Recycling- bzw. Verwertungsmaßnahmen zum Inhalt hat, sondern auch Abfallvermeidungsmaßnahmen. Abfallvermeidungsmaßnahmen stehen ja an der Spitze der Abfallhierarchie. Das heißt, der Gesetzgeber, nicht nur der nationale, natürlich bedingt durch EU-Vorgaben auch der EU-Gesetzgeber unter Anführungszeichen, setzt Abfallvermeidungsmaßnahmen an die Spitze der Abfallhierarchie. Abfälle sollen also gar nicht erst entstehen. Die Frage ist nur, wie stellt sich das konkret in der Umsetzung dar? Mit der Novelle zum Abfall, zum AWG 2002, wird ja nun das Kreislaufwirtschaftspaket der Europäischen Union umgesetzt, in dem auch zahlreiche Abfallvermeidungsmaßnahmen enthalten sind. In Paragraph 9 finden wir nunmehr eine Zusammenführung der bekannten Abfallvermeidungsmaßnahmen, die wir im AWG bereits hatten, und der neuen Systematik aus der Abfallrahmenrichtlinie. Vielleicht 3 Schwerpunkte daraus. Einerseits altbekannt, die Verschwendung von Lebensmittelabfällen soll hintangehalten werden. Hier geht es um Maßnahmen wie die Umverteilung von zum menschlichen Verzehr geeigneten Lebensmitteln. Kennt man vielleicht auch aus diversen Medienberichten. Ein zweiter großer Schwerpunkt, der jetzt neu ist, ist die Vermeidung von Einweg-Kunststoffartikeln. Die kennen wir alle. Wenn man bei Fastfood-Ketten sein Essen bestellt, bekommt man natürlich diese oftmals in Einweg-Kunststoffartikeln verpackt. Es gilt jetzt, diese Einwegkunststoffartikel zu reduzieren, einerseits mit dem Verbot von bestimmten derartigen Artikeln, andererseits aber auch mit der Förderung von Mehrwegverpackungen. Und ein dritter ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht von den Abfallvermeidungsmaßnahmen betrifft die Hersteller von allen möglichen Produkten und Erzeugnissen. Diese sind nämlich gefordert, Produkte so herzustellen, dass diese erstens langlebig sind und wenn sie kaputt gehen, repariert werden können und keine Schadstoffe enthalten, um auch gut recycelt zu werden.